So, und wir sind zurück. Dieses Mal on Quickly Rainbow gegen Genuine Dota in der ESL Think Fast Razor League. Ja, die Razors. Die Razors, nämlich der Sponsor Razor. Hat die ESL doch schon endlich ihren ersten großen Sponsor gefunden, der auch gleich die Gewinner mit Dick Merch lagert. Von daher hoffen wir mal für die ESL und für Razor, dass sich diese Partnerschaft sehr doll lohnen wird. Anyway, Quickly Rainbow, Genuine Dota im Viertelfinale hier. Sind auch schon relativ weit, aber ja, relativ weit. Wir haben Quickly Rainbow, die sind aus Schweden gegen Genuine aus Europa. Also dementsprechend nicht so ganz zu sehen, woher. Was haben wir? Wir haben ein bisschen was von... Was da, Yosin? Ah, okay. Aus Europa, irgendwo. Reicht doch erstmal. Ansonsten haben wir ein Death Prophet Bann und schon schön angesagt von Genuine Dota, dass sie zu Ehren von Razor einen Razor Bann. Aber auch so ein guter Bann im Spiel hin und generell. Dann Terrorblade sind noch drin, Lycan ist noch drin, Betrayer ist noch drin, ganz viele tolle Bands. Und trotzdem können sich Genuine Dota nicht entscheiden. So viel, so much Entscheidungsfreiheit. So much, so much, so much. Und sie entscheiden sich für den Void. Kann man immer noch bannen, stimmt schon. Aber Terrorblade, genau. Ja. Terrorblade ist da definitiv ein Bann. Den Quickly Rainbow nicht als First Pick an Genuine Dota abgeben wollen. Genuine Dota pickt die Viper als First Pick. Also wahrscheinlich eine tankige Strategie. Viper ein guter Held. Aber ich bin gespannt, ob es halt wirklich als First Pick ist. Es so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Eventuell ein bisschen schwach dafür tatsächlich. Da kann man Tank spielen. Klar ist das Ding gut, aber... Puh... Skyrath Mage, Ogre Magi, Sand King. Ja, gut, sind auch nicht unbedingt mit einem Viper Pick vergleichbar. Skyrath Mage schon, ja, aber ein Lycan oder sowas wäre da eventuell tatsächlich höher zu bewerten, aber egal. Viper von Genuine Dota, Quickly Rainbow pickt einen Silencer erstmal dagegen. Silencer First Pick ist auch sehr selten, da man hauptsächlich heutzutage nur noch als Counter Pick gegen zauberlastige Lineups pickt oder gegen Dinge, die ihre Initiation hauptsächlich hundertprozentig haben wollen. Und da ist auch der Sand King, der ein bisschen Boost bekommen hat. Nicht von dem Patch, aber von der aktuellen Spielweise und des Metas. Da er halt ab Level 10 gut dabei ist. Und ja, prinzipiell den Blink, der er braucht, um richtig effektiv zu sein. Aber dadurch, dass sich das Meta jetzt von Push auf eher Richtung Late Game verschoben hat, scheinen diese quasi etwas doch greedigeren Supports, die halt eigentlich nur gerne im Dschungel sein würden, doch schon gerade viel, da sie ja weniger deffen müssen und mehr Chancen haben, doch im Dschungel ihre Items zusammenbekommen und eben nicht mehr zu spät sind. Push-Meta, was, wenn Sand King halt doch 15 Minuten für einen Blinkdagger braucht, ist halt im alten Patch hat schon alle Außentower weg. Das ist halt so, ja gut, jetzt habe ich einen Sand King zur Base-Defense, aber naja. Und Genuine Dota ging mit dem Brewmaster. Viper Brewmaster sieht jetzt auf einmal schon wesentlich besser aus für Genuine. Einiges, und da kommt auch direkt der Skyrath Mage Ban gegen Brewmaster, ziemlich gut. Mal gespannt, Brewmaster muss sich jetzt viel entscheiden. Da sind viele Möglichkeiten hin, so Dinge wie klapp ich oder klapp ich nicht vor dem Split. Denn das Global Silence, die Möglichkeit ist immer vorhanden. Und es kommt auf den R-Knopf von beiden Helden gerade an, wer ihn schneller drücken kann. Und wer dementsprechend halt die Spells rausbekommt, oder halt auch nicht. Radiant Team Ban. Ancient Apparition ist hier einen relativ guten nachgedacht, finde ich.
Weil wenn der Blast reinkommt, hat Brewmaster halt so ein bisschen dieses... Dann kann er rein. Brewmasters Solo-Kingling-Potential ist gut, aber auch nur, wenn er wirklich weit voraus ist. Ansonsten wartet er halt irgendwie auf die Gelegenheit, einen Helden-Solo zu töten. Und so ein A-Blast ist halt so die perfekte Gelegenheit, so, okay, jetzt gehe ich rein. Mal schauen, was Genuine Dota sich dafür jetzt entscheidet. Sind schon relativ gut durch ihre Reserve-Time, aber entscheiden sich für einen Rubick. Split und Viper Strike sind doch durchaus nette Abilities zu stealen, ja. Aber vielleicht kommt da noch einiges, was den Rubick da erklären würde. Vielleicht ein Enigma oder ein Bane oder sowas. Allerdings ja. Der Silencer ist halt schon so. Der Silencer sorgt dafür, dass Genuine Dota nicht wirklich groß Teamfight gehen kann. Und da ist der Rubick-Bann eigentlich ein bisschen viel, dachte ich. Ah, naja, Jet Hero wird gebannt als letztes. Wäre ein guter, tankiger Support, der auch gut Tower pushen könnte. Und Quickly Rainbow muss sich jetzt entscheiden, haben jetzt ihre Supports, beziehungsweise ein Silencer als Core und ein Sand King. Frage ist halt, was wollen sie so noch als Cores nehmen? Quickly Rainbow benutzen jetzt auch mal ihre Reserve Time, um auf den gleichen Start zu kommen. Können sich auch nicht so ganz entscheiden. Brewmaster Viper ist relativ brutal im Midgame. Und dann brauchen sie jetzt eine Antwort für. Mal gespannt. I'm the Juggernaut, Bitch. So. Sehr lange her, dass ich den letzten Juggernaut gesehen habe. Meistens halt, ja, im letzten Meter ist er mal wieder kurz hochgekommen, als es hieß, okay, wir können unseren Push-Header einfach mit dem Healing Ward unterstützen. Hey, lass es mal tun, es hat super funktioniert. Als Mini-Support gespielt. Aber hier... Ja, Jelly und Lothar brauchen jetzt Minions. Oder sonst, ja... Es ging gegen Viper relativ gut eigentlich, seid auch immer dran. Gegen Brewmaster geht so. Plus minus null. Aber doch durchaus ein. Ja, ich bin gespannt, wie er funktioniert. Ob er halt noch funktioniert, ob sie ihn gut spielen können. Und ja, ob sich da vielleicht auch andere Kombos ergeben. Auf jeden Fall auch einen schönen Sustain, den sie da haben. Und nach dem Teamfight auch ein bisschen was zu pushen. Na, der Lich ist halt so weit jetzt dafür da, um Lane Control zu haben, um die Lanes so weit fett zu haben, dass sie sagen, okay, hier, wenn wir passiv sind, gewinnen wir unsere Lanes. Und Viper und Brewmaster sind halt irgendwie auch genau dafür da, um die Lanes zu gewinnen. Natürlich auch ein paar Kills zu bekommen, wenn sich das Ding ergibt, aber ansonsten sehr stabile Laner zu sein. Der Lich unterstützt das Ganze noch so ein bisschen von hinten raus. Und ja, eventuell ist es halt dann auf einmal auf der Seite von Quickly Rainbow, die dann jetzt was tun müssen. Late-Game-weise ist es noch sehr even. Silencer ist im Late-Game sehr, sehr stark. Glitch-Ulti kann man nie unterschätzen. Viper wird fett. Brewmaster fällt ein bisschen ab, ist aber nie ganz auszuschließen. Split im Agar-Split ist halt immer noch über fett. Schönes Epicenter, kann immer Spiele gewinnen. Und Juggernaut wird immer dicker. Agrims Refresher. Ja, wahrscheinlich ist das halt immer noch die Art, wie man ihn spielt heutzutage. Omnislash wurde eigentlich nicht verändert, soweit ich das sehe. Eigentlich sieht nicht danach aus. Physical Damage, ja. Durch BKB durch, alles super.
Und mit dem Warlock haben sie jetzt sowieso das Late Game. Warlock, Warlock, okay. Bin gespannt, ob das ein Mitte-Warlock ist und sie noch einen Support picken. Oder, naja, ob das halt ein Support ist. Wahrscheinlich ist es ein Support. Aber gefallen tut er mir irgendwie lieber als Core. Wenn er halt wirklich Agas Refresher relativ schnell farmen kann. Andererseits als reiner Support mit hohen Levels in das in den Slow, das Upheaval, ist er tatsächlich auch ziemlich gut. Weil das Ding slowt doch extrem stark. Besonders mit dem Jungler zusammen oder so. Der dann halt mit dem Blade Fury rankommt. Und ein Sand King, der halt dann auch vor dem Blink für einen Stun rankommen kann. Kann das doch schon relativ fett werden. Es sei denn, es ist ein Earthshaker dabei, der das Ding sehr schnell unterbrechen kann. Aber. Na gut, auch Earthshaker ist ein Hit, der sehr schnell reinspringen kann. Da haben sie jetzt zumindest eine Möglichkeit, auf den Silencer zu springen, bevor der sein Ultimate anmachen kann. Wenn sie das nutzen, könnte das durchaus ein guter Teamfight für sie werden. Die Frage ist halt, Silencer und Warlock und Sand King müssten da direkt aneinander stehen quasi. Muss man gucken, ob sich das halt wirklich genauso ergeben wird. Eher nicht. Auch interessanter Shadow Shaman-Bann. Wo man da hingehen sollte. Genuine Dota fehlt noch eine Offlane. Und Quickly Rainbow so eigentlich auch. Denn sie wollen Aggro gehen. Was möglich wäre, aber vielleicht nicht so die beste Idee. Genau, Center War dann raus. Genuine Dota wollten den wohl nicht haben, obwohl der ein richtig, richtig gutes Offlaner für Genuine Dota wäre. Aber halt auch für Quickly Rainbow. Dementsprechend sagen sie wahrscheinlich, okay, hier, nee, bevor die den picken, lassen wir Ben. Und ja, könnte auch ein relativ gutes Game werden für Clockwork, der hier einige Helden raushalten könnte. Früher Force-Staff oder so und dann Juggernaut-Cocken raus, Force-Staffen, den Warlock holen, Silencer holen. Gibt es einige Möglichkeiten. Timbersaw von Rainbow, der. Ja, Lich und Earthshaker haben relativ wenig Escape. Würde da durchaus was machen. Auch zu Viper hinaus. Und guter Tank, um vielleicht das Brewmaster Ulti zu überleben. Mit Genuine Dota könnte es ein Clockwork sein. Wie gesagt, ist halt schnell und klein genug, dass er halt keine große Global Ultis auslöst. Dadurch, wenn einer reingeht. Selbst dann ist er auch schon rein. Großer Fan vom Clockwork. Aber muss auch nicht sein. Mal schauen, was sie hier picken werden. Oder ob sie random werden. Sie jetzt hier entscheiden. Gyrocopter. Ups, okay. Aggro Lane. Aggro Try werden. Oder eine Viper natürlich. Die dann auch noch möglich wäre. Na gut, dann pickt mal, Leute. Pickt mal. Sekunden noch. Zu warten. Ja. Na gut. Genuine vs. Cura. SL Think Fast Razor League Qualifies 2. Auf geht's. Wir haben Zu auf dem Earthshaker zusammen mit Jydra auf dem Lich. Mastermind auf der Viper. Und einen Brewmaster Xenten, der eventuell hier für die Offlane pickt. Du jetzt Ambitions as a Rider, der wohl das ganze Ding carryen wird. Es scheint nach einer Aggro-Lane auszusehen mit Viper in der Mitte und Brew, Lich und Earthshaker auf der Top-Lane aggressive. Okay. Auf Cura-Seite haben wir Pidey, der auf dem Timbersaw nach unten geht. Unknown Hero. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Silencer ist, aber egal. Auf dem Silencer. LDF carryt das Ganze als Juggernaut und Sour Lemon und Jitter auf dem Sand King und Warlock. Unterstützen ihn dabei.
früh ein Ward platziert. Auch an der Stelle, wo es nicht sonst so ist. Der Ward gibt heute immer noch nicht so tolle Vision. Aber, naja. Rune wird allein gelassen. Wir kriegen hier keine Rune. Interessant, waren wohl auch zu spät, hätten die definitiv bekommen können. Invis Sand King ist tatsächlich ein Problem. Also da sollte er eigentlich jetzt Mitte gehen. Aber gut, ja, Viper. Silence hat kein Solo, hat kein Claim Potential auf Level 1. Hättet aber auf jeden Fall was machen können. Die Lane erstmal so die erste Wave für sich gewinnen können. Was natürlich richtig bitter ist, dass halt Curse of the Silence doch gegen Viper viel macht. Ah, naja. Two Lanes also doch. Haben wir hier einen Lich und einen Panda, der sich jetzt Offlane versucht. Mal schauen. Spin ist draußen. Und jetzt muss er laufen. Es wird knapp, sollte er überleben. Batz, batz, batz. Ja, okay. Relativ weit rausgehalten. Healing Salve sind keine vorhanden. Müssen sie jetzt mit. Ja, Stun ist draußen, aber nee, nee. Da war der Juggernaut nicht da. Ist die Absprache gefehlt, da hätten sie easy was machen können. Und unten ist jetzt der Wall-Off gemacht. Und Himmelsong muss unten hin. Schöner Wall-Off mit Level 1 Chain, kommt man da nicht so weit weg. Und guckt hier, dass er hoch hielt und schnell wegläuft. Kommt hier dann mit, ja, einigermaßen guten Leben wieder nach Hause, aber er hat seine. Hat einen Tango. Ne, hat kein Tango, hat nur seine Healing Salve gebraucht. Also durchaus schon gut gemacht von Zoe und von Ambitionas, hier die erste Salve rauszuforcen. Im Mittellane haben wir halt Viper gegen Unknown Hero. Viper ist doch. Ist natürlich ein sehr guter Lane-Harrisser. Aber auch Silencer hat hier doch einiges. Einige Möglichkeiten, besonders mit dem Curse. Da halt zumindest die. Halt das Poison, die Poisonous Attack rauszuhalten. Unten beide weit weiter. Oben erstmal ein Spin auf den Brewmaster, der scheint down zu gehen. Clap! Jukes, ja, Jukes reichen nicht ganz. Lich könnte ja aber den. Oh, warum hat er denn nicht. Das ist bitter. Hat das nicht gefunden und den Sand King wird er auch nicht bekommen. Das war knapp. Er hätte durchaus halt. Frostblast war fertig. Hätte den Return Kill nehmen können. Hatten aber wohl nicht mehr gesehen oder wollte lieber attacken. War außerhalb der Reichweite von dem Frostblast. Dann auch den Return zu machen. Aber naja. Kyra haben die Chance genutzt. Schön gemacht und haben halt dann. Easy First Blood genommen auf dem Juggernaut. Stun und dann nicht mehr wegkommen. Mit Boots auf dem Juggernaut ist es da halt sehr schwer wegzukommen. Jitter. Ja, stackt ein bisschen schön für den Sand King. Ist jetzt auf Sand Storm Level 2. Dementsprechend kann er hier doch schon in seinen ersten Stack farmen. Ist gut dabei. Kurz ein Live Disconnect, aber anyway. Es ist mal wieder soweit. So, jetzt. Kurze Pause, weil. Internet weg. Stream wird vielleicht gleich wieder ankommen. Was machen? Anyway, 1 zu 1. Ja, habe ich einen Kill verpasst. Na toll. Juggernaut ist gestorben gegen ein paar Leute. Gegen Brewmaster. Herrliche Sache, herrliche Sache. Wo ich mein Problem im Hintergrund fixen kann. Und mal schauen, ob wir hier up to date bleiben. Auf der Bottomlane. Ja, Gyro farmt halt ganz gut. Gegen den Timbersaw geht auch komplett auf Stats. Und interessant, besonders gegen die Rocket könnte eigentlich Timbersaw nichts tun. Das wäre hier ein relativ schöner Bild für die Rocket. Aber muss er am besten wissen. Habe ich mir schon fast gesagt. Ich habe gar keine Internetprobleme.
Und das Programm hat Internetprobleme, na toll. Ja. Sorry. Ah, oh, Probleme hier. Aber egal. Ich versuch's nochmal. Okay, dann versuch's jetzt nochmal. Sollte dann auch jetzt wieder live sein. Nachdem das Programm einfach sich entschieden hat, kein Internet zu haben. Obwohl mein Internet nie weg war. Ach je. Im Laufe der Zeit werde ich irgendwann die Komplexität ein bisschen runtertreiben. So, Viper gegen Silencer, relativ knapp. Oh, aber mit dem Curse könnte das... Nee, wird's nicht ganz, aber Silencer könnte hier ein Problem bekommen. Boots auf dem Earthshaker sind da und letzter Hit. Oh, es reicht nicht ganz, da sollte er definitiv nicht diven. Aber er hat Boots und der Silencer nicht und damit ist es tatsächlich ein Kill. Ja, er hat schön erkannt, dass er Boots hat und der Silencer nicht. Hat der Silencer auf jeden Fall zu wenig gefarmt, um sich da Boots leisten zu können. 10 Last Hits reicht noch nicht ganz und die Viper mit 36 ist halt richtig weit vorne. Genuine sind da richtig gut dabei. Und mal wieder ist es derjenige Bot, der hier den Juggernaut rettet. Healing Ward too strong. Und 6 Minuten 40 blinkt, Digga. Ach du heilige Scheiße. Das ist nicht schlecht. Blinkt der kommt, Smoke ist da. Und auf zum ersten Kill. Okay, ja, doch erstmal Regen. Bei den Healing-Serve vielleicht ein bisschen unnötig. Die Clarity. Aber egal. Brewmaster wäre eine Option, ist noch nicht Level 6. Aber auch unten wäre durchaus der Juggernaut, der Gyrocopter Möglichkeit. Bin gespannt, wofür er sich entscheidet. Und nach oben, okay. Dies kommt rein. Global Silence wurde für nichts genutzt. Okay, ja. Juggernaut ist drin, aber naja. So, mal schauen. Oh nein, Sand King ist drin und komplett umsonst. Hat da nichts gebracht, aber Sandstorm hat einiges an Damage, wenn sie mit Upheaval nicht wegkommen. Mitte holt die Viper einfach mal den Silencer solo. Und Sand King ist weg. Allerdings war das so ein bisschen ungeplant, glaube ich. Wir haben hier rumgelaufen und auf einmal war dann das Checker neben ihm. Du musst halt Panic Blink und schnell weggehen. Bottomlane, Timbersaw kommt gerade so weg. Wie gesagt, ich glaube, es ist absolut nicht mehr sinnvoll, auf Stats zu gehen, wenn man eine Rocket hat. Denn die Rocket ist richtig... Ach, er hat gar keine Stats, er hat sie wirklich behalten. Ich habe es halt nicht gesehen, ach Gott. Tut mir echt leid. Ja. Hat jetzt 2 Punkte in Flecken, geht auf Flecken. Eventuell wäre aber die Rocket tatsächlich, besonders hier in dem Matchup, weil, der... Nein, der Timbersaw halt eigentlich nicht so nah rankommt, dass man da mit einer Rocket... Rocket Barrage rankommt. Von daher... So. Ah ja. Earthshaker tut schon relativ viel dahin, um das mit der Fischer alles zu unterbrechen. Ja, doch besonders, dass er den Sand King da hinten gestört hatte. Hat einiges gerettet, weil wenn der mit einem Epicenter reinkäme, wäre das easy 2 Kills gewesen. Oh naja, 3 zu 1. Der Farm ist dermaßen out of control für Genuine, dass das Spiel ja schon sehr, sehr weit in favor of Genuine ist. Wir haben die Grafen, die richtig weit vorne sind und er war leider auf der falschen Seite, aber es reicht trotzdem noch. Schöne Fischer. Hat halt einfach noch gereicht. Silencer hat nichts zur Zeit. Außer Boots. Nach 9 Minuten. Und das ist dann für die Viper umso einfacher, den Silencer umzubringen. 2 Level-Unterschiede. Ja, Juggernaut, kein Mana. Ach, Level 5, das ist bitter. Tatsächlich wollte er hier nicht klappen. Ja, wollte er nicht splitten. Wäre dann ein Easy Kill gewesen. Aber hat sich dagegen entschieden und hat gesagt, hier, vielleicht schaffe ich es ohne oder so. Mana Boots sind jetzt vorhanden. Jetzt können die Claps gespammt werden. Und ja, Brewmaster wird sehr, sehr eklig. Regen top. Aber nichts gebracht in der Hinsicht. Und
Und alles in allem, Gyrocopter farmt weiter. Jetzt seine Drums fast fertig, beziehungsweise was kommt da? Die. Ja, nur der Magic Wand kommt rein. Drums fast fertig. Und immer ein bisschen rausspammen, um es halt rauszuholen. Na gut, das Internet ist wenig mehr. Von daher schauen wir jetzt erstmal oben. Split ist draußen. Timbersaw holt aber den Lich. Und eventuell könnte Timbersaw das turnen. Fire Panda ist schon down. Aber Earth Panda sollte wegkommen, besonders mit dem Boldatos. Haben sie da keine Chance wegzulaufen. Außer natürlich mit einem Blink Dagger. Und auf einmal. Batz! Kriegen sie tatsächlich mit dem schönen Blink. Ich weiß nicht, woher der mehr Mana bekommen hat. Wahrscheinlich vom Timbersaw. Aber hat auf jeden Fall wunderbar gepasst. Und 5 zu 4 steht es auf einmal. Sind sie reingegangen und haben tatsächlich beide Helden verloren. Gyrocopter kriegt aber den Tower. Und wie gesagt, eine Rocket. Es ist nicht so schwer. Die Rocket ist richtig fett im neuen Patch. Muss er definitiv mal ausprobieren. Bubble Silence ist geused, mal wieder für nichts. Beginne am Silencer zu zweifeln, ob der so wirklich weiß, was sein Ulti macht. Vielleicht wollte er unbedingt verhindern, dass ein Viper Strike auf ihn rauskam. Aber der Held ist halt so viel mehr als ein Silence für sich selber. 2 Minuten Cooldown. Vielleicht übt er auch nur seinen R, wenn es halt wirklich wichtig wird. Dass er dann schnell R drücken kann. Alles nur ein Training für den R-Finger. Naja, Viper farmt sich die Seele aus dem Leib. Gyro farmt es, tut es ihm gleich. Denking hätte. Ja, EP sind auf Cooldown, okay. Nicht machen können. Juggernaut ist immer noch nicht Level 6, das ist bitter. Ja, genau. Der Cooldown war ein bisschen enthusiastisch. Aber hat sich schön gespaced. Dass nichts passiert ist. Und ich glaube, die Viper will da gleich irgendwas turnen. Ups. Das war eigentlich nicht. Wollte er nicht tun. Und jetzt hat die Viper ein kleines Problem. Und ja, dieses Problem heißt Tod. Viper ist auch Midas First. Braucht noch ein bisschen, bis sie ihr Mecha baut. Braucht doch erstmal Portraits. Vielleicht baut er der Lich's Mecha, aber sollte eigentlich nicht der Fall sein. Fand er auch nicht. Ja, dann wird es wohl die Viper sein, die jetzt da vorne hin war. Batz, Batz, Lich holt sich dann doch noch einfach mal den Warlock, muss aber hier aufpassen. Muss da aber aufpassen, genau, dass sie da nicht von dem Sand King überrascht wird. Und, ja, Timbersaw. Lich holt sich den Dominating Streak und Timbersaw. Double Kill für ihn jetzt. Und kriegen sie doch einiges für raus. Obwohl der Gyrocopter gestorben ist. Obwohl die Viper halt auch hier gestorben ist. Nicht so gut. Und wieder holt die Viper den Silencer. So bitter. Und nicht mal, also keine Spells geused, einfach gefunden quasi. Brewmaster hat tatsächlich noch keinen Dagger. Das ist mich sehr überrascht. Klar ist er 0-2, aber ist ganz gut am Farmen. War schon 2 Assists. Aber es soll wohl nicht sein. Außerdem wird er jetzt Probleme bekommen. Ja, Sand King guckt sich um. Aber muss splitten. Sollte jetzt hier relativ schnell abhauen, ja. Nimmt die Beine in die Hand. Und weg, 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 weg da. Oh, schön in die Luft gewirbelt. Schön viel Zeit verschwenden. Wenn sie in der Meantime halt einfach mal den T2 nehmen. Ja, den T1 in der Mitte. Das ist der letzte Außentower. Und Viper committed dafür. Kriegt den Tower tatsächlich. Aber wird dafür wahrscheinlich mit dem Leben bezahlen. Viper Strike auf Warlock. Global Silence ist draußen. Ah, aber es reicht nicht ganz für den Warlock da noch ranzukommen. Earthshaker geht down. Viper kriegt auch noch den letzten Kill dafür. Versucht hier hochzubotteln. Aber schafft es wahrscheinlich nicht ganz. Und ja, mit dem schöner Cooldown aber. Und jetzt räumt gerade Gyrocopter so ein bisschen auf. Und Omnislash, ja, Level 1 Omnislash bringt halt auch nichts.
Viper ist dann doch noch gegen den Timber Sawdown gegangen, aber im Endeffekt steht es 1 zu 3, beziehungsweise 2 zu 3, da der Earthshaker schon wieder da ist nach dem Fight. Und einiges in diesen Fight reingeworfen. zu 3, naja. 8 zu 3 für Genuine. Der Networth ist noch 8 zu 11. Warum sag ich 3? Warum sag ich 8 zu 3? Anyway. Networth ist plus 10.000 für Genuine, das ist einiges. Haben halt auch den Tower-Vorteil. Aber von... Die ganze Farm ist halt auch richtig auf der Seite von Genuine. Die ganzen Carries können halt nichts. Also ist der Gyrocopter halt auch immer noch... relativ große Force hier und farmt sich das BKB zu Ende, dann definitiv schwierig zu töten zu sein. Immer so, snackt sich nochmal kurz im Brewmaster. Sein Split war noch nicht auf cooldown. Ganz knapp. Natürlich dann bitter. Und Brewmaster hat dem, ja doch, hat den Blinkdinger, ja. Aber naja. Ich muss hier aufpassen. Kommt da nicht ran. Gleichermaßen ist es jetzt langsam für Kura, da was zu tun. Langsam online. Haben ihre Spells. Sind jetzt gerade alle auf Cooldown, aber generell sind sie jetzt soweit auf den Levels da, um was zu tun. Genuine sind tanky. Aber die Frage ist halt. Ja, das, der Cordon trifft nichts und dann ziehen sie sich einfach zurück. Eventuell könnte der Silencer hier noch gecatcht werden, wenn er... Ja, ne. Schönes Zoning Upheaval, aber dafür wird er wahrscheinlich gegen den Brewmaster down gehen. Ah, keine Crits, immer noch keine Crits, muss hier splitten. Und schafft es tatsächlich nicht. Ah, Timbersaw ist leider komplett drin, was halt ein bisschen blöd für ihn ist. Aber das Lich kommt jetzt rein. Spawns leider gar nicht für Genuine, aber es reicht komplett um das Ding 4 zu 1 bisher und 5 zu 1 zu beenden. Warlock Golem würde gerne weglaufen, aber ist nicht. Und das ganze Ding Team Wipe für Genuine, wo sie halt auch einfach zeigen, dass sie den Damage haben und dass sie Health haben. 3k Damage haben Kura gemacht und das reicht halt nur für den Brewmaster. Was halt dafür spricht, dass sie schon einiges an Items vorne haben. Puh. T2 Tower ist down. 2 T2, Roshan und Highground ist noch übrig. Ich habe so das Gefühl, das könnten Kura durchaus GG vorher callen. Der Vorteil von Genuine ist schon groß. Ich glaube, das kommt ihm gerade nicht so weit vor. Sie können halt immer noch fighten. Aber, naja. Das ist schon. Ist schon einiges. Ich glaube, wenn sie das hier sehen würden, würden sie sich vielleicht weniger. Ja. Besonders der Timbersaw ist halt gerade. Timbersaw und Sandking sind die beiden Heroes, die dann noch am meisten Impact haben können. Und der Warlock kann natürlich sein Ulti reinschmeißen. So, und könnten jetzt hier den Sandking finden. Geh da vorne! Vorne, nach hinten! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Find jetzt. Ups. Bewusst wie? Okay. Na gut, okay. Ace Rune of Viper, sehr scary, aber sie ziehen sich hier zurück. Passiert noch nichts. Und beide Parteien warten so ein bisschen auf den Fight. Brewmaster Ulti ist jetzt wieder ready in Sachen Mana. Aber noch sind die weit vorne. Viper ist halt ein bisschen zu weit vorne noch gerade dafür. Aber Sandking ist schon down. Das Lich Ulti bounced nicht weiter, nein. Kein Warlock Ulti ist ready. Und auf einmal ist es 2 zu 0 und sie holen den Tower hier. Und Split ist drin. Oh, wunderbar in der Chain bekommen. Das ist bitter. Und da könnte er eventuell down gehen. Und Frostblast besiege das Schicksal und 4 zu 0 mal wieder. Das ist übel. Als er nicht beteiligt war, war der Juggernaut, der unbedingt Farm braucht. Da er auch tatsächlich nichts beigetragen hätte. Versucht den T1 in der Mitte zu pushen, allerdings sind die halt auch einfach rein TP'en.
Das Individuum kommt auf den Lich, der da ausreicht. Und ja, back to start. 20 zu 10. Der Stand 15k Net Worth, 14k XP. Das ist einiges. Das ist richtig viel. Und entweder müssen jetzt hier... Ja, ich glaube, Kura haben noch ein Teamfight in sich drin, den sie rocken müssen. Schönes Epicenter, den wir bisher noch keins gesehen haben. Also, nein, kein mehr als eines. Schönes Epicenter war es, glaube ich, der eine schon. Oder haben wir benutzt, um jemanden zu killen. Ein Warlock-Ulti. Mitten rein natürlich dann und ein schöner Omnislash. Dann ist da was möglich. Aber das ist ja die Frage. Sie haben die Tools auf jeden Fall, um das zu forcen mit dem Silencer. Haben auch jetzt alle Ultis auf. Warschein wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, aber ich glaube, mit der Double Damage Brewmaster und dem Damage, den sie da haben, wird das relativ schnell vorbei sein. Der Kurier bringt auch gerade noch einige Items. Komplettes BKB für den Gyro. Und dann, ja, wird er sehr, sehr schwierig umzubringen zu sein. Staker mit Blink sneakt sich einfach das mal. Und da kommt ein Smoke. Wenn der sitzt, könnte es ganz, ganz böses aussehen für Kura. Ziehen sich jetzt auch hier zurück. Watson keine vorhanden. Schauen, wo sie hin will. Wurden jetzt hier gebrochen. Und das könnten sie bekommen. Robis Hines ist draußen. Rock wurde geworfen. Schönes Chakram, aber kein Damage vorhanden. Das Mecha gleicht es komplett wieder aus. Und jetzt kommt das Epicenter und sie kriegen damit Viper. Kriegen Viper noch, aber die hat Aegis. Und auf einmal zwei, drei Tote von Kura. Viper lebt auch schon wieder. Das ist bitter. Und auf einmal ist es halt wieder ein 2:30 und die Cores von Kura sind down. Die Wave pusht und das könnte ein Highground Push sein. Wobei Genuine da gerade ein bisschen passiv sind. Aber ja, werden wohl erstmal Highground gehen. Warlock ist wieder da. Hat aber auch kein Ulti. Global Science ist auch nicht da. Epicenter wurde benutzt. Omnislash ist draußen. Ein Vierer Stun von Sand King, der gerade alles versucht, es zu halten. Aber es hilft nichts. War eher ein Suicide. Und der Tower wird wohl downgehen und eventuell die ersten Rex auch. Warlock kann versuchen, Upheaval zu machen. Aber einfach ein Blink von Brewmaster auf den Warlock. Okay. Da wollte es der Earthshaker versuchen, aber nicht ganz. Und Split ist da. Auch noch Viper Strike ist da. Stun hier auf den Warlock, down, Village Ulti bounce nicht, aber es ist relativ egal, Saison ist ganz gut, Objective-Based Dota, erst die Rex und der Panda-Split sorgt natürlich dafür, dass sie da nicht rauskommen und ist gut beim Zonen dabei, kann sie auch direkt rausblinken, ist auf und davon und sie stehen immer noch in der Base drin und können ganz einiges, Viper Strike ist vorhanden, Cooldown ist vorhanden und keine Ultis von beiden Seiten, außer eben Cooldown, Viper Strike ist ab dem Zeitpunkt kein Ulti mehr natürlich. Tja, das letzte Ding ist noch dran. Oh, Clap auf 2, bitter. Juggernaut geht hier down. Silencer, letzte Stunden hat auch geschlagen. Und GG wird gecallt vom Jugger. GG von Kura. Super runtergespielt von Genuine. Einiges an Farmvorteil. Und die Lanes haben es halt gezeigt, dass hier Genuine das auf jeden Fall drauf hat, das Spiel zu beenden. Das Viertelfinale der ESL Razor League geht somit zu Ende. Wir steigen auch direkt ins Halbfinale zwischen TT und Gods. Stay tuned! Ausgezeichnet.